Ja Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge. Und zwar spielen wir auf dem MyPlex-Server Master Builders. Einige kennen das schon von euch und wir müssen jetzt Halloween bauen. Und was eignet sich am besten dafür als Boden? Ich würde mal sagen, oh, ein schönes Geisterhäuschen. Da haben wir auch mal Time Set to Night. Ihr seht jetzt ein bisschen wenig. Packt dafür mal den hier an. Sieht schön aus. Und ja, da möchte ich heute mal ein bisschen so bauen und euch mit euch einfach mal so ein bisschen erzählen, was eigentlich jetzt so ansteht in der nächsten Zeit. Und ja. Also hier kleine Terrasse raus. So habe ich das so vor, so ähnlich zu machen wie Propen. Das ist ja mit so einem Faktenvideo gemacht oder Themenvideo, wo er ganz viele Themen angesprochen hat. Und könnte das theoretisch jetzt auch tun. Und ja, der Link ist unten in der Beschreibung. Ich werde einfach mal reinpacken. So. Zack. Und natürlich auch hier drin das CSGO Pack. Das ist ein ganz neues, das rausgekommen ist. Das neue hat ein relativ bekannter YouTuber rausgebracht. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr. Aber ist auf jeden Fall relativ bekannt, meine Broppen. Ich kannte ihn jetzt auch nicht. Aber kann man ja mal machen. So. Machen wir mal so. Ich weiß, dass ihr jetzt gerade ein bisschen wenig seht, glaube ich. Aber ich hoffe mal, dass ihr doch etwas seht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wie man immer gerne sagt. So. Zack. Zaun. Nochmal hier eine Tür und ja, er hat ja angesprochen, dass er gerne sowas machen würde wie so ein Themenvideo für sein Equipment. Das habe ich auch schon mega lange nicht mehr gemacht und da hat er mich auch einfach auf die Idee gebracht, dass ich einfach mal wieder mal so ein Themenvideo bringe, wie jetzt eigentlich schon mein Tisch so aussieht. Das hat sich, glaube ich, seit der letzten Roomtour oder seit dem letzten Equipment-Video schon relativ viel getan. Und da kann ich euch mal ein bisschen so reingucken lassen. Ja, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Glas. Ich glaube, ich werde nicht fertig. Aber ich versuche die Elemente, die ich noch kann, Kürbis. So, das wollte ich auf jeden Fall. Ein paar Elemente hier da sind. Hier. Hier. Ja, dann mache ich hier noch kurz das Haus zu Ende. Und ja, ich hätte auf jeden Fall, wie gesagt, Bock da drauf. Weiß nicht, ob ihr auch Bock drauf habt, aber schreibt es auch mal gerne in die Kommentare. Könnt ihr gerne reinschreiben. Da werde ich das auch mal versuchen, in der nächsten Zeit mal zu machen. Kommt einfach so ein fettes Panorama. Scheibe hin. Zack, zack. So.
So, schaffe ich das noch in 5 Sekunden? Ja, ich habe es geschafft. Und ich finde, es sieht gar nicht so scheiße aus. Ich habe jetzt ein kleines, einfach noch ein Halloween-Häuschen gebaut. Und ich hoffe mal, es klappt. Naja, was das sein soll, weiß ich jetzt auch nicht. Und ja, da kann ich euch noch ein kurzes Update geben zum meinem zu meiner Grafikkarte. Ihr seht ja jetzt oben rechts noch, ich habe immer noch die GT 730, aber die werde ich jetzt in den nächsten Tagen oder hoffentlich heute oder morgen austauschen, weil ich habe schon in den letzten Tagen immer mit Atelco meinen Kontakt aufgenommen und da war irgendwie immer was dazwischen und ich konnte irgendwie nicht rein und was er hier machen wollte, keine Ahnung. Ich hatte das nichts mit Halloween zu tun. Aber alles klar. Auf jeden Fall, die GTX 950 wird hoffentlich in den nächsten Tagen kommen. Okay, bei wem sieht Halloween bitte schön so aus? Ich sag einfach mal, okay. Und ja, der Typ hat einfach eine AWP Hyper Beast in der Hand, weil das der Bogen hier ist einfach ein AWP Hyper Beast. Ich werde mal kurz zeigen. Bogen. Da ist er. Oder zum Beispiel das Diamantschwert, ist einfach so ein Karambitmesser. Sieht mega, mega geil aus, finde ich. Und ja, da gucken wir mal gleich, wie wir abgeschnitten haben. Ich finde das irgendwie hässlich. Und nur ein Kürbiskopf. Einfach nur ein Kürbis hat irgendwie nichts mit Halloween zu tun, wenn er nicht mal leuchtet. Das finde ich jetzt schon ein bisschen frech von ihm. Und ja, meine Livestreams. Okay, das sieht jetzt ganz cool aus. Aber war nicht so schön. Meine Livestreams gehen jetzt auch voran. Ich hatte jetzt gestern am Montag auch einen richtig geilen Stream gemacht. Fand ich mega, mega cool, den Stream. Und jetzt muss ich niesen. coole Idee. Aber kriegt nur von mir nur ein Mäh. Weil er sich null angestrengt hat. Cheerleader, Alter. Cheerleader, das Lied, ey. Mann, Mann, Mann. Okay, das sieht schon ganz nice aus. Das finde ich gar nicht so schlecht. Aber nur, dass man da irgendwie nicht reingucken kann, kann das sein? Nee. Nicht reingucken. Und ja, die Livestreams, wie gesagt, sind sehr, sehr geil gemacht. Und kommt voran, es kommen stetig neue Follower rein. Ich hatte auch gestern irgendwie in der letzten Stunde richtig geilen Stream. Also wer das gerne mal gucken will, kann sich die Folge gerne mal angucken. Fuck. Seit wann ist das denn bitteschön? Ein Halloween-Kürbis. Und ja, ich hoffe mal, mit der neuen Grafikkarte werde ich deutlich mehr FPS haben, wenn ich mit einem Shader spielen werde und nicht so durchgängig 50. Auf jeden Fall cool. Ja, naja, das sieht jetzt auch nicht so geil aus. Und ja, dann das Shader-Pack oder der Resource-Pack eher gesagt. Kommt bei mir auch rein und ich bin sogar relativ weit unten. G würde ich mal sagen. Und ja, da würde ich sagen, gehe ich mal hier raus. Da würde ich sagen, da es hier ein bisschen dunkel ist, gehe ich mal in die Lobby, da es ein bisschen heller ist. Hier ist es auch nicht so heller. Aber ich würde sagen, ich stelle mich mal gleich hier hin. Irgendwo, wo es hell ist. Treasure Plate. Und ja, würde ich sagen, wenn die Folge euch gefallen hat, könnt ihr mir doch gerne eine positive Bewertung lassen. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßiger Videos bringen, weil ich hatte ja Sonntag und Montag mehr Videos gemacht. Dafür habe ich richtig lange gestreamt. Tut mir leid nochmal deswegen, aber jetzt wird auf jeden Fall wieder angekündigt, die Streams. Und es werden auch jeden Tag wieder Videos kommen. Und ja, wir sagen bis zum nächsten Mal, Leute. Schaut bei Propan vorbei. Der Link von seinem Video mit seinen Themen ist auch in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt geil und ciao, ciao.